Ja, Tag auch Leute und willkommen wieder bei FTL mit der Arsenal Plus Mod. Ich lade mal den Spielstand mit unserer aktuellen Rostlaube hier. Letztes Mal habe ich ja nicht so besonders clever gespielt, deswegen ist die Hülle wieder komplett Schrott. Und Schilder haben wir auch nicht, keine neuen Waffen und schon im zweiten Sektor. Also es sieht denkbar ungünstig aus. Aber mal sehen. Wenn es gleich schief läuft, dann können wir wenigstens neu starten. Dann werde ich mich mal mehr anstrengen. Ein automatisches Schiff, was eine Station angreift, da machen wir gleich mal mit. Oh ja, das wird gefährlich. Mit nur einem Schild, das wird hart. Tja, und unser Captain ist schon außer Gefecht. Also 0% ausweichen. Ich würde sagen, schicken wir mal unseren Mantis hin und beschäftigen den ein bisschen. Damit er hier den Pilotensitz nicht wenigstens komplett kaputt macht. Ne? Das kostet ja auch wieder einen Schaden. Und wir haben ja nur noch 6 Punkte hier. Ich halte mal Fall auf die Waffen, denn die sind definitiv gefährlich hier. Ja, da haben wir Glück gehabt. Wenn die Strahlenwaffe hier direkt geschossen hätte nach der hier, dann hätten wir ganz schön was einkassiert. Oh oh. Abnippeln sollen die natürlich auch nicht hier. Mensch, vielleicht müsste ich mal dieses Mind Control außer Gefecht setzen, denn jetzt zerstört der... Ah, der ist schon wieder da, gut. Dann ab in die Medibay. Ich zerstöre mal den Antrieb zur Abwechslung. Ja, bis auf die Waffen sind die eigentlich nicht besonders gefährlich, ne? Keine Schilde, glaube ich. Ja, keine Schilde. Nicht mal ein System haben die. Na gut, dann können wir ja jetzt auch die Schilde verbessern, dann sieht das Ganze ja schon wieder ein bisschen weniger prekär aus. ...23 Scrap. Auf der Station gibt's leider nichts mehr. Na gut, dann... sofort die Schilde. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste jetzt erstmal. Und dann müssten wir so bald wie möglich reparieren und neue Waffen kaufen, ne? Hier ist ein Store. Da könnte ich natürlich ein bisschen reparieren, aber mit 17, Andererseits, hier gibt es wahrscheinlich kaum noch Chancen auf einen Store. Vielleicht fahre ich erstmal, Aber das ist ja ein Nebelsektor, ne? Das heißt, hier machen die auch größere Fortschritte, wenn ich nicht in den Nebel fahre. Das heißt, ich kann woanders vorher nicht hin. Aber ich will da jetzt trotzdem hin, denn das ist einfach zu unsicher. Mit 6 Hülle können wir hier nicht bestehen. Oh, ne. Das Ding hatten wir ja letzte Runde, ne? Das war echt gut, aber das können wir uns natürlich auf keinen Fall leisten. Das könnten wir uns vielleicht leisten, wenn ich was verkaufe, aber eigentlich haben wir nichts Gutes zum Verkaufen. Ich repariere einfach mal. Tja, leider. Für mehr reicht's leider nicht. Oh, jetzt müssen wir wieder außerhalb vom Nebel. Sehr, sehr ungünstig. Was ist hier los? Die wollen mit uns handeln. Die geben uns Drohnen für Fuel, das können wir nicht machen, das geht nicht. Da haben wir einfach viel zu wenig Fuel. Tja, ich würde sagen, ich fliege mal ein bisschen direkter, damit wir da zum Quest-Beacon kommen. Ah, die wollen auch mit uns handeln. Die wollen alle Fuel. Das ist aber alles langweilig, dann greife ich lieber an. Ja, Ionen und ein Doppelschuss, das könnte schon gefährlich werden. Deswegen ziele ich mal auf die Waffen. Und wenn die gleich ihre Schüsse abliefern, dann setze ich hier mal ein bisschen mehr auf die Engines. Na gut, haben wir gerade noch rechtzeitig, oder? Die funktioniert doch noch, warum schießen die denn nicht? Na gut, jetzt nicht mehr. Tja, eigentlich könnte ich ja mit dem Oxidin ein bisschen spielen, oder? Mal gucken. Bisschen Feuer machen und so. Das war jetzt ein bisschen spät, der Schuss.
Tja, mache ich mal hier Feuer. Mal gucken. Ja gut, das geht natürlich nicht. Ich muss ja erst den Schild niedermachen. Der regeneriert sich halt mal, bevor die Waffe ankommt, ne? Muss ich wohl auf den Schild schießen, ne? Das geht wohl nicht anders. Ja, wahrscheinlich ist das Schiff dann sowieso schon Schrott, bevor überhaupt irgendwas ankommt. War wieder clever getimed. So, diesmal müsste es aber klappen. Tja, ich hoffe mal, da ist jetzt Feuer, ne? Kann ich jetzt natürlich nicht kontrollieren, weil es im Nebel ist. Aber viel reparieren scheinen die ja nicht drauf zu haben, ne? Also, dieses Oxygen hier, das ist ja schon seit Anfang des Kampfes kaputt. Wahrscheinlich sind die ja am Feuer löschen, ne? Vermute ich. Oh, jetzt haben sie die Waffen repariert, das ist natürlich blöd. Na Mist, der Schuss ist noch woanders hingegangen. Na gut, wenn das Ding zuerst schießt, ist das nicht so schlimm mit der Ionenkanone. Oh, jetzt sind die Engines abgefackelt. Das sehe ich doch gerne. Tja, wenn jetzt natürlich noch irgendwas abbrennt, dann geht das Schiff zu Bruch und dann hat das Ganze natürlich nichts gebracht, aber... Eigentlich müssten die doch bald mal ersticken. Dieses O2 ist schon die ganze Zeit Schrott. Ich meine, wie lange dauert denn das hier? Ja, jetzt haben wir es endlich mal geschafft. No life signs remaining on the ship. You take out all materials that look useful. Defense Scrambler. Klingt zumindest useful. Das ist wahrscheinlich irgendwas mit Raketen oder so. Prevents enemy defense drones from targeting anything. Ja, das, da können wir dann mit Raketen rumballern und die gegnerischen Drohnen können das nicht abwehren. Tja, finde ich jetzt nicht so prall, ne? Zumindest haben wir irgendwas zum Verkaufen, falls wir wieder einem Store begegnen. Ich investiere mal in Energie, denn wir fliegen ja hier durch Nebel und da gibt es ja öfter mal diese Stürme. Ist auf jeden Fall die sicherere Variante. Was haben wir hier? Gar nichts? Na, dann reden wir mal wieder mit irgendwem. Mal versuchen wir es nochmal mit dem Mantis. Was? Der liest gerade ein Buch mit seinen vorderen Gliedmaßen. Und als wir reinkommen, da spannt er die auf einmal an und hat das Buch in mehrere Teile zerschnitten. Und jetzt ist er sauer. Tja, mit den Mantis kann man wohl nicht so viel quatschen irgendwie. Ziemlich merkwürdige Gesellen. Ah, hier ist jetzt mal so ein Plasmasturm. Die nennen uns widerlich. Das geht aber gar nicht. Das geht nicht. Junge, die haben aber auch Waffen hier. Also wenn die Dinger dreimal schießen und die zwei, dann sehen wir aber alt aus. Tja. Keine Engine Power, nix. Aber ich hoffe mal, wir kommen eher dran und treffen auch. Weil ich kann ja nicht von den Schilden jetzt Power wegnehmen. Ja, das wäre jetzt sehr wichtig, dass wir treffen, denn also diese hier kommt auf jeden Fall durch. Vor allem können wir ja so auch nicht ausweichen. Oh oh. Jawohl. Okay, das ist schon mal gut. Die gefährliche Waffe ist schon mal außer Gefecht. Mit der hier können sie eigentlich nichts anrichten gegen zwei Schilde, denke ich mal. Also schieße ich weiter auf die Waffen. Resist. Das ist ja die Spezialfähigkeit der Rockschiffe. Manchmal, wenn man die Systeme beschießt, dann widerstehen die dem Schaden. Kann taktisch schon den Unterschied machen.
wenn man dringend irgendwas außer Gefecht setzen muss und dann kommt dies Resist. Das ist unbequem. Ja, ich hoffe, wir treffen jetzt mal ein bisschen mehr. Schon wieder Resist. Denn langsam geht auch hier das Oxygen aus. Aber wir müssen unbedingt die zwei Schilde aufrechterhalten. Und diesmal haben wir wenigstens getroffen. Trotzdem, so kommen wir nicht vorwärts. Jetzt geht Oxygen bald aus. Ich muss dann eigentlich die Waffe offline nehmen. Wenn die gleich anfangen zu ersticken. Oh, jetzt ist die Waffe online. Oh, oh, oh. Und jetzt müsste ich eigentlich meine Waffe offline nehmen. Oha. Ich hoffe, wir treffen jetzt, denn sonst wird's haarig. Oh nein, das gibt's doch nicht. Wieso haben die denn Power für Engines? Diese Waffe lädt zumindest sehr lange, also da kriegen wir noch ein paar Versuche, aber jetzt sterben unsere Leute schon. Also wenn wir jetzt nicht treffen, muss ich die offline nehmen. Das war die falsche. Aber ich muss jetzt, also. Wir brauchen Oxygen. Es geht nicht anders jetzt. Ja, hallo, ich pumpe doch schon wieder, oder? Was machen die denn? Die müssten doch jetzt wieder atmen können. Habe ich es jetzt verspielt oder was? Nee, jetzt haben sie aufgehört zu sterben. Gut. Aber jetzt kriegen wir natürlich einen ab. Wenn der jetzt den falschen trifft, stirbt einer weg. Das wäre wirklich bitter. Das ist aber jetzt wirklich ungünstig. Jetzt müssen wir hier darauf warten, dass wir abgeschossen werden. Glück gehabt. Ach, das ist so eine Chain Gun, ne? Die schießt jetzt immer schneller. Oh weia, oh weia, oh weia. Das ist aber wirklich sehr, sehr schlecht jetzt. Oh Mann, das kann aber nicht gut gehen. Tja, dann muss ich jetzt mal überlegen, was ich mache, ne? Eigentlich würde ich gerne zurückschießen, aber das ist ja wirklich haarig. Außerdem, wie lange soll das dauern, bis wir die schaffen? Also, ich hätte wahrscheinlich am Anfang die Schilde runternehmen sollen und mit mehr Offensivkraft schießen sollen, damit wir die Waffen schneller außer Gefecht setzen. Ne? Aber wenn ich das jetzt mache, tja, vielleicht warte ich mal die nächste Salve ab und dann mache ich das. Oh, da ist unser Waffenoffizier tot. Tja. Jetzt ist unser Pilot tot. Okay, ich würde mal sagen, diese Runde findet ein abruptes Ende jetzt. Gerade wo wir uns eigentlich berappelt hatten, ne? Tja, jetzt nehme ich überall Schaden, also. Das habe ich ja ein bisschen unterschätzt irgendwie. Seht ihr, vorhin habe ich noch erzählt, wie das so einen taktischen Unterschied machen kann, wenn die manchmal Widerstand haben hier. Und das war jetzt genau das, was uns das Genick gebrochen hat. Denn dadurch haben die überlebt, ne? Durch diese Resistance-Dinger und dadurch waren die Waffen nicht so sehr beschädigt. Tja, na, die Stadt sind wohl nicht der Rede wert. 10 Chips haben wir gerade mal geschafft. Tja, das war ja wieder mal eine peinliche Runde. Machen wir es nochmal mit dem Avatar-Schiff Modell B. Ist ja schon irgendwie ein bisschen frustrierend, dass ich da nicht durchkomme. Eigentlich sind das ja ganz gute Waffen, ne? Tja. Eigentlich hat mir dieser Chaos-Laser ganz gut gefallen.
Dieser hier macht auch Feuer. Eigentlich gefällt mir das. Also im Grunde ist das ein gutes Schiff. Das müsste schon klappen. Wir hatten halt ein bisschen Pech, ne? Letzte Runde war ja die erste Begegnung ultra hart. Also da haben wir ja gleich das halbe Schiff verloren. Hier ist schon mal gar nichts am ersten Beacon. Auch nicht gerade ein guter Start, aber... Ja, der Mensch, dem gefällt ja alles ganz gut. Haben wir nichts von, aber naja. Hier ist ein Rebellenschiff, mit dem wir fast zusammengestoßen sind. Die Crew redet nicht mit uns. Wollen wir prüfen, ob da jemand da ist oder gleich angreifen? Ich tendiere eigentlich zu gleich angreifen, ne? Oh, jetzt wollen die abhauen und der Flotte Bescheid sagen. Das ist schlecht. Oh, oh, eine Drohne und ein Beamweapon, das ist auch gefährlich. Jetzt müssen wir natürlich möglichst schnell deren Antrieb außer Gefecht setzen und die Waffe eigentlich auch besser. Denn wenn das Ding gerade den Schild außer Gefecht setzt, der setzt den konstant außer Gefecht. Da müssen wir unbedingt die Waffe beschießen. Das geht überhaupt nicht anders. Oder das Drohnenteil geht eigentlich auch. Denn es bringt ja nichts, wenn die nicht flüchten können, aber wir fast zerstört werden. Gut, die Drohne ist schon mal außer Gefecht. Aber der Antrieb muss natürlich trotzdem noch weg, ne? Oh, der ist abgefackelt. Es bringt also tatsächlich was hier, diese Feuerchance für beide Waffen. Das gefällt mir. Das finde ich gut, solche Waffen. Das macht Spaß. Mal sehen, ob der Engine auch gleich noch brennt. Aber jetzt habe ich leider nicht gut getimed hier. Ich will ein bisschen auf die langsamere Waffe warten. Ich hoffe, die flüchten jetzt nicht, denn gelb bedeutet natürlich, dass sie immer noch ein bisschen den Antrieb aufladen. Rot ist schon besser. Dann schieße ich mal auf den Pilotensitz zur Sicherheit. Oh, jetzt geht die Drohne wieder. Uiuiui. Das ist nicht gut. Haben auch gleich einen kassiert. Oh, einmal voll rüber. Zumindest nicht die Schilde getroffen. Das wäre noch schlimmer. Nein, jetzt ist der Antrieb wieder... Wir brauchen die doch nur noch einmal zu treffen. Gut, naja, das lief eigentlich noch ganz okay, oder? 19 Scrap ist auch ziemlich gut. 2 Schaden haben wir genommen, ein kleines Loch. Damit können wir leben. Und 19 Scrap ist definitiv eine Menge, also ich würde sagen, das ist schon mal einer der besseren Starts. Ich mache mal die Medbay an und die Türen auf. Türen haben wir gar nicht. Also zumindest keine Kontrolle für die Türen. Manuell aufmachen geht auch nicht. Kann man sich aber dazu kaufen in einem Store. So, wer war denn jetzt hier wer? Das war doch sicher der Waffenheini. Nee, der. Muss ich mal abspeichern hier, ne? Okay, weiter geht's. Auf zum Distress Beacon. Da sehe ich auch schon einen Store. Können wir eventuell auch gleich mal hin, aber eigentlich müssten wir erstmal Schilde kaufen, ne? Ah, hier greift ein Pirat Zivilisten an, da helfen wir natürlich. Das sieht gefährlich aus. Die Enternons, ein Mantis. Mantis sind gefährlich, also machen wir Double Team hier. Das sollte eigentlich reichen. Oh, ich müsste vielleicht auch mal hier die Energie wieder vernünftig verteilen. Sehr schön. Waffen schon mal außer Gefecht. Na, wird das was hier? So, wo schieße ich denn jetzt mal hin? Cloning Bay? Dann bringt das eigentlich nichts, die außer Gefecht zu setzen, oder? Schieße ich mal auf die Schilde. Und versuche es trotzdem, wie immer. Okay, ich könnte mal reingucken hier, ne?
was die so haben. Das ist ja kein Nebel hier. Oh, das ist ja nur noch ein. Oder ist da noch einer? Da ist noch einer, ja. Na gut, dann brauche ich aber nur noch ein bisschen Feuer machen hier, ne? Das brennt aber schon mächtig hier. Oh ja, das gefällt mir. Die Waffe gefällt mir. Na, ich halte die mal kurz ein bisschen. Wir müssen jetzt auch nicht die ganze Zeit hier schießen, denn die haben ja nicht mehr so viele Hitpoints, ne? So, zurück auf eure Position. Tja, wo... Cloning Bay, die müsste auf jeden Fall mal außer Gefecht, sonst bringt das Ganze ja hier nichts. Das brennt aber richtig schön hier. Ich würde sagen, gehen wir nochmal einen auf die Schilde, weil da gerade so viele sind. Nein, leider kein Feuer. Das wäre jetzt praktisch gewesen. Es wird natürlich jetzt ein bisschen knapp hier, ne? Sehr schön, die beiden sind tot, jetzt lebt nur noch er. Im Grunde könnte ich den ja jetzt abschießen, ne? Und er hat ja noch einen Puffer dann, also das sollte eigentlich hinhauen. Ja, perfekt. Perfekt, das haben wir geschafft. Trotzdem nur so wenig Loot, immerhin mehr Fuel, habe ich das Gefühl. Die Zivilisten bieten uns an zu heilen oder ein paar Drohnen. Ja, reparieren bringt natürlich leider nichts, ne? Bei zwei. Nehme ich mal die Drohnen. Ah, das lief eigentlich ganz gut. Jetzt können wir schon fast die Schilde kaufen. Eine Begegnung noch. Ja, den Store, den vergesse ich mal. Das bringt nichts. Wir brauchen erstmal die Schilde. Das ist wichtiger als alles andere erstmal jetzt. Was ist das denn? Ein kleiner Rebellen-Scout, der einen Außenposten angreift. Da helfen wir natürlich wieder. Kriegen wir vielleicht wieder doppelt Loot. Oh, Mind Control. Und zwei dicke Waffen. Aber keine Schilde. Gebe ich mal einen auf die Waffen und zwei auf Mind Control. Und ich muss natürlich mal zusehen, dass der hier nicht den Pilotensitz kaputt macht, denn sonst können wir nicht mehr ausweichen. Können wir so natürlich sowieso nicht, aber das kostet ja auch einen Schaden, ne? Wenn er... Nein! Da haben wir aber richtig einen übergezogen bekommen. Die haben das gut getimed hier, da haben wir gleich ordentlich abkassiert. Müssen wir, die Schilde müssen wir reparieren, unbedingt. Und die Waffen außer Gefecht setzen, also wirklich sehr dringend. Nein, jetzt kriegt er noch einen Schuss. Boah, zwei Schaden. Na gut, war jetzt nicht so schlimm, aber gut war es auch nicht, ne? Dafür ordentlich Loot, aber ordentlich. Da können wir aber richtig schön ausbauen jetzt. Zwei Schilde und Energie dafür. Perfekt. Also das nenne ich mal einen guten Start. So gefällt mir das. Ich hatte eigentlich auch im Grundspiel eine relativ gute Quote. Also wenn ich über die ersten zwei Sektoren hinweggekommen bin, dann habe ich eigentlich fast jedes Spiel gewonnen. Mit den meisten Schiffen, außer mit Stealth B. Das war ein bisschen haarig, das habe ich nie geschafft. Das hatte so sehr merkwürdige Waffen. Das war also echt hart. Ohne Schilde war das, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall habe ich das nie geschafft. Ich habe es oft versucht. Ja, fliege ich mal hier oben rum, ne? Ja. Mit dieser Mod ist meine Quote ja eher dürftig bisher, ne? Ein Spiel gewonnen, mindestens drei verloren. Ich bin nicht mehr ganz so sicher, wie viele. Na gut, die haben natürlich überhaupt keine Chance hier, ne? Mit ihrer einen Waffe. Da kann ich jetzt mal in Ruhe überlegen, was ich mache. Tja, Med Bay und O2. Das ist... Tja, weiß ich nicht. Schießen wir mal aufs Oxygen. Mal gucken. Hier können wir ja ruhig ein bisschen rumtaktieren, ne? Tja, ich würde gerne reingucken in das Schiff, aber eigentlich würde ich auch gerne die Leute ausbilden, ne? Und solange die noch auf uns schießen. Ich gucke mal kurz rein, mal sehen, wie es da aussieht. Ah, schön viel Feuer. Das ist eine Boarding, also Anti-Personnel-Drone, die hilft nicht beim Reparieren.
Sieht eigentlich ziemlich gut aus. Die Medibay, die muss natürlich auch noch außer Gefecht, sonst hat das natürlich keinen Sinn hier. Dann muss ich ja auch ein bisschen vorsichtig sein mit den Hitpoints, ne? Viele haben die ja nicht mehr hier. 4 Treffer. Das brennt aber lichterloh. So, tja, die Schilde sind wieder aktiv. Die reparieren und löschen. Ich muss natürlich jetzt aufpassen hier wegen der Hitpoints, ne? 3 Stück, das ist... Ja, die laufen hier ein bisschen wild durch die Gegend. Das gefällt mir. Könnte sein, dass die jetzt schon so abnippeln, ohne dass wir noch extra was machen müssen. Also die werden definitiv bald ersticken. Ich warte mal. Die verlieren ja so auch schon Hitpoints hier wegen der Brände. Ich hoffe mal, die nippeln vorher ab. Also ist ein bisschen riskant. Also der verliert ordentlich Hitpoints hier. Der natürlich nicht, ne? Ohne Feuer. Und jetzt sind sie auf dem letzten Loch. Das ist natürlich ein bisschen blöd, also... Ja, nee, die sind jetzt abgebrannt. Schade. 14 Scrap. Trotzdem nicht schlecht. Auf jeden Fall eine nette Begegnung mal. Nicht diese unglaublich schweren Begegnungen, die wir die letzten Runden ständig hatten am Anfang. Also das war ja wirklich... Ich meine, guckt euch das an, wir haben jetzt schon nach 3 Begegnungen die zweiten Schilde. In der letzten Runde habe ich im zweiten Sektor die erst ziemlich spät bekommen. Das läuft schon ziemlich gut. Hier ist eine Station, die verlassen erscheint. Tja, Dock und Look for Survivors klingt gefährlich. Also, nachher verlieren wir da einen. Machen wir mal Scrap. Ja, 13 Scrap, ganz okay. Kaufe ich Energie für. Oh, 2 Distress Beacons. Die mag ich doch immer gerne. Wen haben wir denn da? Heavily Damaged Federation Cruiser. Die Crew klaut sich gerade Valuables von dem Federation Cruiser. Das geht natürlich nicht. Wir greifen die Marauder an, würde ich direkt sagen, ne? Na gut. 2 Waffen sieht jetzt nicht so schlimm aus. Ich glaube, das schießt nur einmal das Ding und dann können die da eigentlich gar nicht durchkommen. Ein bisschen Sorge, dass das hier ein Raketenwerfer ist? Nein, das ist nur ein ganz normales Geschütz. Ja, so können die uns gar nicht schaden. Okay, dann würde ich sagen, versuchen wir die Crew mal zu erledigen hier. Machen wir ein bisschen Feuer. Oh nee, die wollen flüchten. Das ist natürlich... Das mag ich nicht. Flüchten finde ich nicht cool. Das ist nicht in Ordnung. Wie sollen wir euch denn außer Gefecht setzen, wenn ihr flüchtet? Tja, sieht nicht so aus, als wenn da viel Feuer ist, ne? Wenn die hier das alles reparieren können. Oh. Tja. Ja, ich weiß es nicht. Wird wahrscheinlich nicht klappen. Der Pilotensatz ist zumindest außer Gefecht. Aber ja, die werden wahrscheinlich kaputt gehen, bevor wir da irgendwie viel schaffen. Ich habe jetzt nur noch einen Freischuss eigentlich und dann... das wird nicht klappen. Deswegen mache ich die jetzt mal klein, bevor die flüchten. Ne? Ja, nee, das wird niemals reichen. Leider. Oh, Jump Imminent. Das wäre natürlich dumm, wenn die das jetzt schaffen. Das war knapp. Das war wirklich sehr, sehr knapp. Also wenn da Jump Imminent steht, dann gehen die normalerweise gleich los, ne? Also ich hätte echt gedacht, es klappt nicht mehr. Ja, jetzt können wir uns aussuchen, ob wir diesen verlassenen Cruiser auch plündern. Ja, natürlich. Wir sind wie die Maurer, da sind wir. Hab ich kein Problem mit. Training Complex? Was ist das denn? Ist das eine Waffe?
Muss ja eigentlich, ne? Die Sachen mit Bild sind doch immer Waffen. Dummy Beam Weapon. Das ist ja interessant. Das ist also nur zum Rumballern, um die Kuh zu trainieren. Das finde ich ja irgendwie nett. Das ist ja mal lustig. Damit können wir ja rumballern, während wir versuchen, die Kuh außer Gefecht zu setzen. Also ich bezweifle mal, dass die Dinger die Schilde treffen, ne? Das wäre ja sonst zu stark. Das Distress-Signal kommt vom Mond. Gehen wir mal runter und gucken. Da ist eine Kolonie, die gerade attackiert wurde. Ein Überlebender, den wir an Bord bekommen. Das ist ja perfekt. Ja, den laden wir gleich mal ein. Ein Rocker. Perfekt. Jetzt haben wir unsere vier Leute. Das hatte ich als Basis-Crew angekündigt. Dann gehen wir mal hier oben rum. Ist eigentlich egal, wo lang. Viele Jumps haben wir hier eh nicht mehr. Das sind Sklaventreiber. Nee, die greifen an direkt. Das sieht eigentlich nicht so schlimm aus. Dieses Ding hier. Bin ich mal gespannt. Ja, ich würde sagen, hier machen wir direkt O2. Außer die Waffen entpuppen sich doch als gefährlich, aber ich glaube es nicht. Volles Brot O2 getroffen. Tja, die Schilde müssten wir eigentlich auch noch auseinandernehmen, ne? Und ein bisschen Feuer machen irgendwo. Ah, auch bei den Schilden. Bumm. Jetzt mache ich mal diesen Trainingkomplex an. Mal gucken. Und wir schauen mal rein. Bin ich mal gespannt, was das bringt. Kann ich damit nicht zielen? Doch. Also, nur zwei Leute. Ne, da ist ja noch einer. Irgendwie übersehe ich den dritten manchmal. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ja, schießt dieses Ding nicht, oder was? Hä? Ach so, der schießt jetzt schon, oder was? Das simuliert also nur Schießen. Das heißt, der ist da jetzt schon die ganze Zeit am Ballern. Hat auch schon gebracht eben, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Ui, schönes Feuer. Ja, der trainiert aber ordentlich. Das ist ja... Wow. Das ist ja schon ein bisschen, eigentlich ein bisschen zu stark, oder? Ich meine, wir leveln den hier komplett gerade in einem Kampf. Merkwürdig. Dann mache ich nochmal ein bisschen Feuer, weil die erholen sich ja gerade hier. Kein Feuer. Und der repariert O2. Tja, dann wird das wohl nichts hier. Also, das kann gar nicht funktionieren. Der repariert jetzt das O2 und dann... Ja. Aber das ist ja lustig mit dieser Training. Tja. Die ist wahrscheinlich so selten, dass das so wenig vorkommt. Wenn man es mal einmal findet, dann zum rechten Zeitpunkt muss man es ja auch finden, ne? Also nach dem dritten Sektor hat man da ja eigentlich nichts mehr von. Aber jetzt haben wir unseren Superschützen. Das ist ja eigentlich ganz nett. Könnte man im Grunde auch Backup-Schützen ausbilden, ne? Falls der mal irgendwie abnippelt. Falls wir mal wieder so einen Kampf haben, schicken wir einfach den Piloten hin und lassen ihn ein bisschen damit rumschießen. Federation Scum. Oh, eine Drohne und zwei Waffen. Was ist denn das für eine Drohne hier? Sieht nach Ionenschaden aus. Ah, kann man so sehen. Nee, nur Enemy Combat Drone. Na, was macht er? Oh ja, Ionenschaden. Das ist ungünstig, ja, weil die hier noch eine Ionenwaffe haben und noch eine. Also, da würden wir ganz schön was abkassieren. Okay, außer Gefecht. Tja, ob das hier Sinn macht, die Crew, weiß ich nicht. Mal sehen. Probieren kostet ja nichts. Meistens. Jetzt können wir eigentlich auch den Waffenheini zum Scouten benutzen, der ist ja eh voll ausgebildet. Ah, hier gibt's aber schon ordentlich Feuer. Nicht übel, nicht übel. Das ist eine Repair-Drone, das ist nicht gut.
Also die reparieren so schnell, da kommen wir nicht hinterher. Deswegen muss ich die Drohnen jetzt auch mal irgendwie beschießen. Das wird natürlich wieder knapp hier, ne? Ah, jetzt regenerieren sich die Schilde schon. Das ist, mistig. Wenigstens ist die Repair-Drohne schon außer Gefecht. Tja, jetzt löscht er hier. Muss ich nochmal draufballern. Was? Die wollen sich ergeben. 4, 3, 8? Nee. 8, das ist, also 8 ist ja wirklich lächerlich. Also. Tja. Ich befürchte, das wird nichts werden hier. Ich glaube nicht, dass das klappen kann hier. Oh, jetzt habe ich ja vergessen, den Laser auszumachen. Na gut. Ich denke, das hätte sowieso nicht geklappt. 2, 2, 9, naja, ist auch nicht gerade toll. Joa, was machen wir mit dem Scrap? Ich würde sagen, sparen. Sparen auf den Job. Ja, das ist ja ein bisschen knapp hier jetzt, ne? Eigentlich muss ich da zum Exit. Muss ich. Die holen uns ein und mit der Flotte zu kämpfen, also hat sich eigentlich nie gelohnt bisher. Hier kann man Fuel kaufen für Scrap. Brauchen wir nicht. Wieder eine verschenkte Begegnung. Auf zum nächsten Sektor. Zivilisten und Nebel. Nebel mag ich zwar gerne, aber Zivilisten klingt nach Läden und Läden bräuchten wir mal. Ich flieg mal zu den Zivilisten. Dafür können wir danach in Nebel. Im Gegensatz zu der anderen Gabelung. Fire Suppression, da gibt's wieder Fuel, ne? Machen wir mal. Nee, diesmal nicht. Ganz normaler Fire Drill. Distress Beacon, oh ja. Distress Beacon, da reibe ich mir immer die Hände. Vielleicht können wir da irgendwen retten und doppelt Loot kassieren. Auch Surface Moon. Na gut, gehen wir mal runter zum Untersuchen. Ein Zivilist, der schon ein bisschen eine Weile da ist. Ja, das ist manchmal ein Problem, ne? Es könnte sein, dass man den an Bord holt und dann dreht er ein bisschen ab und tötet einen, ne? Dann haben wir einen weniger. Aber wenn er natürlich in Ordnung ist, haben wir einen mehr. Ich tendiere eigentlich eher dazu, ihn abzulehnen, weil ich mag diese vier Leute jetzt, die sind schon ausgebildet, die will ich eigentlich nicht riskieren. Lassen wir ihn da. Das war ein bisschen fies, ne? Der arme Typ muss da jetzt rumhängen, aber tja. Ja, sind auf einer wichtigen Mission, das geht nicht. Und das ist Kastwak. So. Kastro, oh nein, nein. Das sind doch diese Mega-Raketenwerfer, ne? Oh, na gut, dann alles auf die Waffen. Da kommt ein Mantis rüber. Wo ist er? Dann schicken wir unseren Rocker mal hin, der müsste den noch schaffen. Schilde haben hier sowieso keinen Zweck. Der hat nämlich nur Raketen. Oh, was? So schnell schießen die? Miss? Huhuhuhu, da haben wir aber Glück gehabt. Die ganze Raketenbatterie ist vorbeigeflogen. Das ist sehr schön. Tja. Ja, wenn die nicht so eine blöde Raketenwaffe hätten, dann könnten wir auch versuchen, die jetzt ein bisschen außer Gefecht zu setzen, ne? Mal sehen. Ja, das müsste eigentlich klappen. Die Schilde brennen. Ja, wird wieder ein bisschen knapp, ne? Wegen der Hitpoints. Jetzt geht er in die Medbay. Da müssen wir. Also wenn wir Glück haben, treffen wir die jetzt beide in der Medbay und die sterben dann gleich. Das wäre natürlich perfekt. Das könnte tatsächlich klappen jetzt. Ah, einen zumindest. Hat nicht ganz gereicht, wie ärgerlich. Haben wir jetzt. Jetzt treffen wir den aber und dann ist er auch tot. Und dieses Schiff überlebt auch auf jeden Fall. Gut. Perfekt. Wieder ein Training-Komplex. Ja, also
Ich werde den mal aktivieren, wenn wir wieder einen sicheren Kampf haben, nur zum Spaß. Die beiden. Und dann gucken wir mal, wie schnell wir den Rest der Crew leveln können. Das könnte lustig werden. Das könnte sehr lustig werden. Charlie muss ein bisschen heilen. Nu, Charlie. Alle warten auf dich. Okay, 65. Ja, das sparen wir mal. Sparen wir mal weiter. Wir könnten schon mal ordentliche Waffen gebrauchen. Wenn die Gegner nämlich zwei Schilde jetzt bald haben, dann haben wir schon Probleme. Oh, der hat schon zwei Schilde. Das ist dieses Supply Ship. Das gibt natürlich dick Loot, wenn man die besiegen kann, ne? Aber, tja, zwei Schilde ist hart. Das sieht nach einem Raketenwerfer aus. Ist auch nicht gut, ne? Dann nehmen wir einfach das Gratis-Fuel, würde ich sagen, ne? Da können wir kein Risiko jetzt eingehen. Die Runde läuft gut und ich möchte die nicht wieder ruinieren mit irgendwelchen Aktionen. Oh, ein schöner blauer Planet. Hier liegt einfach so eine Defense-Drone rum. Ach, das ist ein freundlicher Programmierer, der uns das gibt. Was bringt das Ding denn? Power 2? Light Laser Pulses? Die ist ja wirklich schlecht, ne? 3 Sekunden und 2 Power? Würde ich sagen, verticken wir auch bei der nächsten Gelegenheit. Weiter geht's. Also wenn wir jetzt einen Store finden würden, das wäre schon ganz gut. Könnten wir auch diesen ganzen Schrott verkaufen hier. Hier ist mal wieder gar nichts. Reden wir mit den Steintypen mal. Oh. Da überrascht uns jemand. Das ist ein Raketenwerfer. Was ist das denn für ein Ding? Basic Defense Drone. Sieht irgendwie aus wie ein Raketenwerfer, ne? Oh, hier ist ja auch noch eine Drohne. Mach ich mal die Engines mehr an. Das ist eine Beam Drone. Na gut, denn unsere Schilde wird er nicht durchdringen, aber der Raketenwerfer ist natürlich trotzdem problematisch. Der muss erstmal weg. Ich hoffe, wir kommen vorher dran. Nein. Na, bumm. Ein Schadenspunkt nur. Geht ja. So, da brennt es. Denke mal, wenn wir die Raketen weiter außer Gefecht halten können, dann versuchen wir das mal hier mit dem O2 und so weiter. Die haben nicht mal eine Medibay. Jetzt reparieren sie die Waffen. Da können wir gleich mal nachhelfen. Oh, der Raketenwerfer. Ich denke mal, der eine Schuss wird reichen. Oh ja. Die reparieren aber weiter. Jetzt ist deren Oxygen abgebrannt. Oh, die Schilde sind wieder in Betrieb. Das geht nicht. Das können wir nicht tolerieren. So, jetzt müssen wir uns aber auch zurückhalten. Nur noch 2. Dann ballern wir doch mal ein bisschen rum. Ups, ich habe ja die ganze Zeit den Typen nicht beim Waffendingen gehabt. Das habe ich falsch abgespeichert gerade, ne? Wie dumm. So, aber jetzt soll ja unser Pilot mal was lernen. Ballert der jetzt schon rum? Ach nee, muss ich noch angreifen. Ne? Was lernt der da? Na gut, gucken wir mal rein, was hier läuft. Oh ja, die brennen alle schön. Ich hoffe mal, der schafft das hier nicht zu löschen. Unser Pilot ist gleich ausgebildet. Das ist ja wirklich heftig. Was macht er denn jetzt? Engines? Die haben sich jetzt alle zurückgezogen, ne? Muss ich nur darauf achten, dass sie nicht flüchten, aber da kommt ja sonst immer eine Nachricht. Tja, unser Pilot ist schon voll ausgebildet. Das ist ja wirklich... Das ist ja... Also, finde ich irgendwie lustig. Bilden wir auch mal die anderen aus. Das ist ja irgendwie spaßig. Wenn wir hier sowieso warten. Das Feuer ist jetzt aus hier. Die gehen aber nicht reparieren. Das kommt, weil die hier nicht mehr reingehen können. Da ist nämlich kein Oxygen. Und wenn die da reingehen würden, dann würden die gleich sterben. Deswegen machen die das nicht. Müssen wir jetzt nur noch warten, bis hier die Luft ausgeht und die abnippeln.
Brav, schießen können wir eigentlich auch, ne? Wir haben ja ein Schild, haben sie ja noch. Und dann trainiert er noch schneller. Das ist ja wirklich der Knaller, also. Man kann auch nicht mehr sagen, dass das selten ist, wenn wir jetzt zwei auf einmal gefunden haben, ne? Aber es ist ja schon das erste Mal irgendwie, dass wir das gefunden haben. Also das ist ja wirklich der Knaller, das dauert ja nur ein paar Sekunden hier. Das sind ja wirklich 10 Sekunden, dann sind die voll gelevelt. Lustige Sache. Jetzt haben wir tatsächlich alle Crewmember als Waffenoffiziere ausgebildet. Spaßige Sache. Okay, jetzt sind sie alle abgenippelt. Trotzdem so wenig Loot. Da bin ich aber enttäuscht, also bin ich schon ein bisschen enttäuscht. Normalerweise gibt es da mehr. Da haben wir ein Store, das passt ja perfekt. Können wir noch 2 Begegnungen vorher mitmachen und dann gucken wir mal, was es da Schönes zu kaufen gibt. Ohne Asteroidenfeld und ein automatischer Scout. Ohne Schilde. Und der wird aber ganz schön was erleben hier. Ohne Schilde im Asteroidenfeld, das geht normalerweise nicht gut. Vor allem, wenn man dann noch irgendwie ein bisschen draufballert. Und die haben komplett unsere Schilde außer Gefecht gesetzt. Das ist natürlich auch nicht gut im Asteroidenfeld. Ja, wir brauchen gar nicht draufschießen, die Asteroiden machen das schon. Wir haben aber nur Ionenschaden kassiert, wenn ich das richtig gesehen habe hier. Da haben wir natürlich Glück gehabt. Gut, das war's schon. 21 Scrap, nicht übel. Je mehr, desto besser vom Store. Vielleicht können wir mal was richtig Schönes kaufen. Und viel zum Verkaufen haben wir auch, das ist auch wichtig. Dann fliege ich nochmal dahin vorher. Hier ist schon wieder eine Handelsstation. Die wollen aber nichts mit uns zu tun haben. Dann suchen wir mal, ob da jemand irgendwer mit uns handelt. Ne, haben sie uns entdeckt und es gibt Krieg. Oh, das ist ein Raketenwerfer. Das schmeckt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Ich weiß nicht, was das für ein komisches Ding ist. Nein. Bumm, auf die Waffen. Na gut, ist jetzt nicht so schlimm, ne? Ich schick mal lieber alle hin, das ist schon irgendwie wichtig. Na gut, die haben wir sowieso so ziemlich außer Betrieb schon. Glaube ich, nichts anderes anrichten können. Kann er ja schon mal heilen hier, auch wenn wir jetzt langsamer schießen. Aber das macht ja nichts. Ja, die sind hinüber. Die sind auch eigentlich viel langsamer beim Reparieren dieser automatischen Scouts. Auch wenn die automatisch alles reparieren, aber das dauert ja wirklich viel zu lange. Also, da muss man schon ewig brauchen, um irgendwas zu beschießen, dass die das reparieren können. 2 Stores sogar. Tja. Wie plane ich denn jetzt überhaupt den Weg hier? Das ist alles so weit weg. Das ist eigentlich ziemlich ungünstig, ne? Tja, wenn ich hier hinfliege, dann muss ich ja doch irgendwie doppelt irgendwo lang. Dann muss ich wohl erst zum Store, ne? Oder ich fliege da und dann nach Hause. Ja, ich denke, so mache ich das. Verschenken wir natürlich einen Zug, aber ich sehe nicht, wie das anders geht. Oder wir müssen uns der Rebellenflotte stellen, aber ist immer gefährlich. Mercenary Work, klar. Wir sollen irgendwen für die jagen, habe ich das Gefühl.
Aber wir sollen das Schiff nicht beschädigen. Na, da sind wir doch sowieso Spezialisten. Also, das können wir machen. Das schaffen wir. Die Waffen, die müssten wir eigentlich auch aushalten können, ja. Dann schießen wir gleich mal das O2 kaputt. Und die Schilder auch, dann können wir sicherer Feuer entfachen. Diese Waffe hat eine höhere Chance. Tja, ich gucke mal rein, wie es da so aussieht. Ah, das sieht schon sehr gut aus, muss ich sagen. Ich will den Piloten ein bisschen trainieren noch, deswegen schicke ich den mal in die Kabine zurück. Der Schildheini, ja, der trainiert natürlich so auch, ne? Der Waffentyp, der ist natürlich ausgebildet. Machen wir das mal. Na, die reparieren aber fleißig hier. Jetzt haben wir auch nicht mehr so viel Puffer. 4 Stück noch. Allerdings sind die alle schon ziemlich fertig, also könnte klappen. Er darf das natürlich absolut nicht reparieren hier, denn sonst erholen die sich ja. Jetzt wollen sie sich ergeben. Soll ich das machen? Eigentlich lieber nicht, ne? Das ist zwar unsere Mission, aber wir kriegen die ja so auch klein, ne? Ja, also das kriegen die nicht mehr gelöscht, denke ich, mit den Hitpoints. Das wäre natürlich auch ein Problem, wenn das hier nacheinander abfackelt, ne? Und die sich hier irgendwo verkriechen, dann wird das ja auch nichts. Ah, gut, gut. Hier ist jetzt keine Luft mehr, deswegen ist das Feuer ausgegangen. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch zu warten. Bis denen die Luft ausgeht. Oh, jetzt ist hier auch ausgegangen. Aber das schafft er nicht. Hier, seht ihr das? Er erstickt jetzt und dann ist er wieder abgehauen. Jetzt warten die hier auf ihren Tod. Ich bin versucht, nochmal drauf zu ballern, um ein bisschen nachzuhelfen. Aber, weiß nicht, nachher entfache ich hier ein Feuer und dann greift das über. Dann habe ich ein bisschen Sorge. Aber das kann nicht mehr lange dauern. Das ist ja schon orange hier. Die müssten jetzt bald bei ihr draufgehen. Das ist optimal. Dann kriegen wir die bessere Loot-Stufe, also Beutestufe, und dann die Mission dürfte auch erfüllt sein. Da ist jetzt nicht so viel hier, ne? Und unsere Belohnung, ja. Perfekt. 157. Da kann man doch schon ordentlich shoppen gehen, würde ich sagen. Plus die Sachen zum Verkauf, da haben wir bestimmt um die 200. Hoffentlich gibt's was Gutes. Drone Control, ja, nicht übel. Cloaking. Cloaking ist gut, aber teuer, ne? Also 150. Clone Bay, nö. Das braucht auch keiner. Ja, das ist natürlich nur gut mit Cloak. FTL Jammer, brauchen wir auch nicht. Was haben wir hier? Drohnen. Tja, ich würde sagen, wir gehen mal auf Drohnen, ne? Drone Control hole ich uns. Das ist ja schon sehr nützlich für die Raketenabwehr. Was haben wir hier? Lockdown Drone. Ach nee, die hatten wir schon mal. Die ist ja komplett nutzlos. Ne? Ja, die Defense Drone gefällt mir auch nicht gerade. Aber ich glaube, da gab es auch keine bessere. Ne? Das ist die, die wir schon haben. Anti-Personnel Beam. Das ist natürlich was für uns. Aber wer weiß, ach nee, hatten wir sowas nicht schon mal. Das trifft doch niemals. Ne? Heavy Combat Drone. Great Damage with Heavy Lasers. 3 Power. Klingt eigentlich ziemlich gut. Wir haben natürlich bald Probleme, ne? Weil wir so wenig Offensivpower haben. Und wenn wir keine Waffe finden, dann sitzen wir bald so ziemlich auf dem Trockenen. Deswegen wäre das schon sicherer, jetzt diese Drohne zu kaufen. Was mache ich denn hier? In den Store will ich doch. Ja, es wäre definitiv sicherer. Dann können wir im Notfall diese Drohne aktivieren. Wir haben ja auch 13 hier, also ich mach das mal. Das ist definitiv der sichere Weg. Also man muss schon abschätzen immer, was man braucht und was man hat und
was am wichtigsten ist. Ne? Reparieren auch immer wichtig, habe ich ja schon gemerkt. Drohnen sind eigentlich ziemlich günstig hier. Ne? 3. Also ich habe die immer als 8 in Erinnerung aus dem Grundspiel. Kaufe ich mal. Tja, und den Rest hier? Brauchen wir eigentlich nicht, ne? Clone Bay ist natürlich eigentlich nicht schlecht, ne? Aber lass ich mal. Muss ich einfach besser aufpassen. Den Rest hier brauchen wir nicht. Aber gut. Mehr geht nicht. Müssen wir Energie kaufen, ne? Sonst können wir das Ding ja sowieso nicht aktivieren. Bisschen Energie brauchen wir. Brauchen wir sowieso, wenn wir die Schilde bald verbessern, also warum nicht? Gut, weiter geht's zum Exit. Oh, noch eine Drohne. Die helfen uns mit einer Drohne, einfach so. Was ist das denn? Anti-Combat Drone. Ach, die wirkt gegen gegnerische Drohnen. Naja. Tja, kann vielleicht auch manchmal nützlich sein. Ne? Jetzt stehen wir wieder vor der Wahl, ob wir hier noch ein bisschen rumfliegen oder ob wir gleich in den nächsten Sektor gehen. Ich denke mal, gehen wir mal auf die sichere Methode. Und jetzt fliegen wir in den Nebel. Das hatte ich ja schon vorgehabt. Diesmal ist der Nebel dran. Ja, machen wir mal wieder Fire Drills. Alles läuft normal. Oh, doch nicht. Fire Suppression haben wir doch eigentlich, ne? Also, Mensch, der Typ steht ja immer in diesem... Das muss ich jetzt mal richtig einstellen. Erstmal ab in die Krankenstation alle. Ja, die Feuer sind direkt ausgegangen, ne? Hätte ich mir auch sparen können, die zu beschädigen. Aber die waren ja sowieso in dem Raum, also... So, jetzt muss ich das mal vernünftig abspeichern hier. Das ist ja ein riesen Nachteil, wenn keiner die Waffen bedient, ne? Wenn ich das immer vergesse. Okay. Weiter geht's. Das ist ja hier Nebel, das heißt, wir sollten so wenig wie möglich außerhalb vom Nebel rumfliegen. Aber Distress Signal kann ich mir nicht verkneifen. Das müssen wir jetzt mitnehmen. Das ist aber ein schöner Planet. Hier ist eine Krankheit ausgebrochen. Da schicken wir unseren Rocker hin, der ist ja wahrscheinlich immun gegen Krankheiten. Ja, der schafft das da, löst die Situation und holt ein paar Sachen mit. Ist okay. Ab in den Nebel. Ein beschädigtes Federation-Schiff. Ja, den folgen wir mal. Oh, die sind kaputt gegangen und einen haben wir an Bord genommen. Einen Flüchtling. Ja, der kann hier mal in diese Sensoren bemannen. Das gefällt mir immer ganz gut, wenn man da reingucken kann. Oh, hier gibt es sogar einen Store im Nebel. Können wir eigentlich auch noch mitnehmen, ne? Das hier ist, glaube ich, auch noch im Nebel. Ja. Fliegen wir so viel wie möglich rum, wie immer. Damit wir möglichst viel Scrap haben für die Stores. Oh, ein ganz normaler Rebell. Oh, das ist Shield Piercing, ne? Das könnte ein Problem werden mit der Drohne. Tja, ob wir mal unsere Anti-Drohne losschicken. Ja, ich habe eigentlich ganz vergessen, die Defense Drone auszurüsten. So kann man natürlich keine Raketen abwehren. Ja, ich probiere mal die Anti-Drohne aus. Die werden wir ja dann eh rausnehmen. Mal gucken. Daneben, gleich mal daneben geschossen. Das ist ja... Ja, was, die trifft die ja nicht mal. Und jetzt kriegen wir einen übergebraten, ne? Von der Shield Piercing Weapon. Das hat sie ja mal wieder gebracht. Oh. Kann der die jetzt mal treffen, oder was? Wofür ist denn das Ding? Und das sind wieder Blendgranaten. Na ja, gut, der Typ hier bringt natürlich jetzt nichts, ne? Im Nebel. Also diese Blendgranaten, die möchte mal einer verstehen. Was bringen die denn bitte? Was habe ich denn davon, wenn ich hier jetzt reingucken kann? Brauche ich doch nicht.
Ach so, der ist auch im Stunt. Die machen einen Krach, das ist ja wirklich... Also diese Drohne ist ja wohl wirklich komplett nutzlos, oder? Hat die überhaupt schon einmal das Ding getroffen? Oh, jetzt. Ja, jetzt immerhin. Aber da stand ja 4 Sekunden, ne? Oh, jetzt ist es sogar kaputt gegangen. Das ist ja doch nicht schlecht. Allerdings, naja, hat ein bisschen gedauert, ne? Also, viel zu lange, wenn man mal ehrlich ist. Ja, die reparieren irgendwie ein bisschen zu schnell, also das wird wohl nichts mit außer Gefecht setzen hier. Also wir brauchen definitiv mehr Waffen, denn wenn die bald 2 Schilder haben, dann wird das echt hart. Dann muss ich jedes Mal die Drohne einsetzen. Die wollen sich ergeben. 15. Klingt eigentlich okay, aber ich weiß nicht, mal sehen. Also wenn es jetzt wieder weniger ist, dann nehme ich das ab jetzt immer an. Also diesmal war ordentlich viel mehr. Gut. Sehr gut. Ein paar Verletzte. Ja, und die Drohnen wollte ich arrangieren. Die ist mir wichtiger. Also Raketenabwehr ist immer viel, viel wichtiger. Vor allem dieses Drohnending, das hat ja wirklich nicht funktioniert, muss man sagen. Ne? Ich merke gerade, die Heavy Drone können wir ja gar nicht benutzen mit 2 Power. Das wäre auch wieder ein Reinfall gewesen, oder? Wenn dann der schwere Kampf kommt und ich will das Ding aktivieren. Und dann merke ich das. Das ist genau sowas, was mir wirklich passieren würde. Ja, die Frage ist, ob ich jetzt auf den Store warte oder vorher noch spare, ne? Tja, die sichere Variante wäre jetzt hier tatsächlich das abzugraden und dafür ein bisschen weniger kaufen zu können. Na gut, 20, dafür mache ich das jetzt. Also für 20 lohnt es sich eigentlich nicht, so ein hohes Risiko einzugehen, oder? Ja, ich mache jetzt mal einen Folgenwechsel, denn die geht schon wieder 1 Stunde, aber ich mache gleich weiter. Bis dann.